Hier ist Alexandra von Rohe Energie. Da es ja immer ganz interessant ist, zu wissen, was andere Leute so essen und in ihrem Kühlschrank haben, habe ich gedacht, ich zeige euch heute mal unsere Kühlschränke und unser Gefrierschrank, genau. Wir fangen jetzt hier oben in der Küche an bei unserem. Da muss ich aber erstmal einen Moment, sonst piept er uns nachher hier die Ohren voll. Muss ich erstmal ausmachen. Hat man natürlich jetzt ein bisschen weniger Licht. Ich hoffe, es geht trotzdem. Wir fangen ganz oben an. Und zwar, was sehen wir da oben? Der Lars, der stellt sich immer sein Wasser kalt. Wir hatten am Wochenende, waren wir bei meinem Schwiegervater gegrillt. Und da hatte ich einen Kuchen gebacken, der ist jetzt noch unten. Und da hatte ich ein bisschen Sahne zu aufgeschlagen. Die steht bei uns natürlich dann immer ewig und drei Tage rum, weil sie sonst keiner isst. Dann Zitronensaft und Leinöl. Das Leinöl muss man immer kalt stellen, deswegen steht das bei uns im Kühlschrank. Und Zitronensaft ist immer ganz lecker, so ein bisschen im Wasser. Dann hier dieser Bezell Brotaufstrich, den mag mein Sohn halt, der Große, immer ganz gerne auf seinem Schulbrot. Dann hatte der Lars mal beim alten Gewürzamt einige Sachen bestellt und hatte da ein Thai-Curry. Das ist sauscharf, aber auch saulecker. Dann hier Kinderketchup. Da haben wir gleich, also das ist der Kinderketchup. Und das zeige ich mir gleich. Wir haben hier unten noch welche mit... Xylit. Deswegen, warum jetzt zwei auf sind, weiß ich eigentlich auch nicht. Jetzt ist hier der noch mit Xylit. Und der hier von Rapunzel ist der, glaube ich, nee, von Zwergenwiese, der ist mit Rohrzucker gesüßt. Und das mache ich immer heimlich. Das wissen die Kinder aber nicht. Den mache ich immer noch, das füllen wir immer dann damit auf. Ein bisschen veräppelt, ich weiß, ist fies. Aber sie haben gerade so eine Phase, wo sie nur Nudeln mit Ketchup essen und darf man da auch mal ein bisschen Tomatensauce mit reinhauen. Hier Erdbeeren. Hier, das ist so ein Kräuterdressing vom Lidl. Bäh, naja, schmeckt nicht wirklich gut, aber wenn man mal halt irgendwie keine Lust hat, Dressing selber zu machen. Hier, das ist eine Soße mit Basilikum und Petersilie, die der Lars selber gemacht hat. Hier noch eine Tomatensoße, da sind aber Stückchen drin, die wird auch nicht... Wird dann von den Kindern nicht gegessen, weil da sind ja Stückchen drin. Das ist manchmal nicht so einfach. Hier habe ich mir so Orangen- und Zitronensaft selber gemacht. Da hinten steht noch ein Cashew-Mousse. Dann hier so fürs Frühstück am Wochenende manchmal so ein Gourmet-Aufstrich. Kann ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie er schmeckt. Ich habe noch nicht probiert. Denn ich mag halt Himbeermarmelade gern. Der Lars mag Aprikosenmarmelade gern. Hier haben wir ein Löwenzahngelee. Den hat mir die Nachbarin zur Geburt geschenkt. Das Linsencurry vom Aldi, Linsencurry-Aufstrich, da hinten steht noch eine Salsa, die steht da auch schon seit einigen Monaten, würde ich jetzt schon mal fast behaupten. Ist dann immer sowas, was man mal aufmacht und dann nicht leer macht. Die Erdbeermarmelade, die ist bei uns obligatorisch, die ist immer da. Das hat der Lars mal mitbestellt, als er irgendwie bei Xylit was bestellt hat oder wie die das auch immer heißt. Ich habe es noch nicht probiert, ich mag keine Orangenmarmelade. Da hinten noch zwei selbstgemachte Marmeladen, die im Moment aber auch keiner isst. Und hier das Chutney, das Zwetschgen-Chutney hat auch die Nachbarin mir zur Geburt geschenkt. Das ist auch selbstgemacht. Dann meine Erdbeeren aus dem eigenen Garten. Dann gekaufte Himbeeren. Und Trauben aus dem Biomarkt. Wir haben nämlich jetzt entdeckt, wir haben Biomarkt-Kinder. Allerdings ist der... so wahnsinnig teuer, dass wir uns da wirklich nicht viel leisten können, weil es leider echt extrem teuer ist. Dann hier ganz normale Pilze aus dem Supermarkt, dann noch so eine Salsa, wo diese ganze Salsa immer herkommt, weiß ich eigentlich auch nicht. Kürbisketchup, der ist vom Rewe, glaube ich. Ja, der ist vom Rewe. Der Lars sagt, der schmeckt ganz gut, aber nicht so gut, wie er sich jetzt vorgestellt hatte. Die habe ich ja schon gezeigt. Dann, das ist der Lars ganz gerne. Das ist so eine, wie so Raucharoma. Ich mag es nicht so gern. Der Große mag es auch nicht so gern. Ich finde es irgendwie ein bisschen, schmeckt ihm schon zu stark nach Wurst. Hier Apfelmark, das neue vom DM. Schmeckt genauso wie das andere auch. Das Xylit hatte ich ja schon gezeigt. Und noch ein Apfelsaft. Hier schön in Plastik, ich weiß. Aber manchmal geht es halt auch nicht anders. Was ist jetzt hier in den Fächern? Da ist Melone, Wassermelone. Die hatte ich gestern aufgeschnitten. Dann hier ein echtes Pumpernickel. Das hatten wir auch aus dem Biomarkt. Das schmeckt auch echt lecker. Jetzt kriegt man natürlich die blöde Dose nicht auf.
So, da sieht man es mal richtig. Es ist halt wirklich richtig, richtig dunkel. Und das schmeckt auch echt lecker. Wenn ihr das riechen könntet, oh, es riecht so lecker. Ja, Gurke, Lauchzwiebeln, da hinten noch die kleinen abgepackten Marmeladen aus dem Krankenhaus. Ich nehme sowas immer mit und esse es dann doch nicht. Biogurken gibt es jetzt oft beim Lidl. Haben die oft Biogurken, finde ich ziemlich gut, weil unser Großer, der liebt Gurken. Ja, ein bisschen Tofu von Taifun, weil wir den halt am liebsten mögen, das ist der Beste. Die Wilmersburger, das ist halt der Große gerne halt auf dem Schulbrot. Und hier noch eine Räuchersalami von Fantastic Foods. Die ist aber auch, wie man sieht, auch schon ein bisschen länger auf. Ist auch sowas, was nicht so unbedingt viel bei uns gegessen wird. Manchmal habe ich da Appetit drauf und dann, ja, dann ist es offen. Schokopudding von Provamehl. Wobei bei uns der Alpro halt einfach lieber gegessen wird irgendwie. Der schmeckt halt irgendwie doch besser. Außerdem kriegen wir den Provamehl auch nur beim Biomarkt und das ist immer ziemlich weit weg. Und den Alpro kriegen wir beim Rewe. Avocado, dann habe ich mir mal Passionsfrüchte mitgebracht. Die sind so lecker. Die habe ich mir mal beim Lidl gekauft. So, das hier wieder verstauen. In die untere Schublade kommen. Achso, dann kann ich mal die Tür. Da steht ja nochmal die Tomatensoße, dann zweimal Orangensaft und halt hier den Reisdrink und Sojadrink. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon von uns. Da oben steht noch dieser Wikinger-Senf, der ist ziemlich cool von Zwergenwiese. Den haben wir jetzt mal neu. Die Geschmacksinvasion, ist ganz lustig. Süßer Senf, das ist auch sowas, was mein Großer ganz gern mal auf dem Schulbrot hat. Ich bin halt so ein totaler Meerrettich-Fan hier. Das ist jetzt, den hat der Lars irgendwo mitbestellt. Das ist ganz neu. Dann hier auch mal, das hat er auch mal in diesem neuen Bioladen da mitgenommen, hätte ich mir so bescheuert an. Gekauft, vegane Remoulade. Dahinter ist Tomatenmark. Das ist auch so ein, was halt immer gerne aufs Brot mal gegessen wird. Dann Ingwer. Ist eigentlich auch immer irgendwie bei uns im Haus. Warum der so blau ist, keine Ahnung. Aber Schimmel ist es nicht, der kam schon so aus dem Laden. Und die Hefe, gut, die liegt auch jetzt 8.6. abgelaufen, liegt auch schon ein bisschen länger da. Wollten wir wahrscheinlich mal ein Brot mitbacken und haben es dann doch nicht getan. So, was ist hier unten noch? Das unten ist unsere Naschi-Schublade eigentlich. Da ist aber auch nicht mehr so viel drin, wie früher es mal war. Hier sind noch Pfannkuchen vom Wochenende. Vielleicht hat es der eine oder andere bei Instagram gesehen. Die leckeren Pfannkuchen. Dann die Bohnen haben wir auch meistens irgendwie da, weil es halt, also wenn es halt frisch gibt, dann nehme ich gerne die frischen. Da hat der Lars, das mache ich jetzt nicht auf, sonst kriege ich hier eine Riesensauerei, da hat der Lars so Kügelchen mit Reis und Karotte und irgendwie ganz lecker nach so einem ayurvedischen Rezept hat er die, sind die gebacken? Nee, gekocht, das ist gekocht, ja. Und hat die gerollt. Also sie schmecken sehr lecker und sind auch sehr sättigend. Hier sind noch die Reste von den Maisnudeln. Weil Nudeln müssen bei uns auch immer im Kühlschrank sein, weil das ist das Lieblingsessen von meinem Kleinen. Dann hier der Rest von der Wassermelone. Wie man sieht, habe ich gestern nicht so viel gegessen, weil sie nicht so dolle geschmeckt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Radieschen und noch eine Avocado. Habe ich eben schon gesagt, dass da oben Avocados. Ja, ich glaube, ich habe es gesagt. Ich bin ein bisschen durcheinander im Moment immer noch. Ja, und hier unsere paar Schokoladen. Die liegen bei mir immer im Kühlschrank, weil ich Schokolade am liebsten kalt mag. Die Weko-Schokolade. Und hier die von Rapunzel, die Reismilch-Schokolade. Und das sind halt alles so relativ normale, so wie Vollmilch-Schokoladen halt. Ich mag sowas ganz gerne. Die hatten wir auch mitbestellt, wo wir auch die Orangenmarmelade mitbestellt haben. Schmeckt nicht so dolle, schmeckt nicht so gut. Nee. Deswegen liegt die auch ganz unten. So, das war's hier oben erstmal. So, jetzt geht's hier im Keller weiter. Da haben wir nämlich noch einen Kühlschrank, weil wenn man so viele Leute ist, dann braucht man einfach noch ein bisschen mehr Platz. Weil wir auch nicht Zeit haben, jeden Tag einkaufen zu gehen. Da sind noch ein paar Erdbeeren. Pfirsiche, also das ist eben alles nur, was wir im Kühlschrank haben. Wir haben natürlich oben noch ein bisschen mehr Obst, was nicht gekühlt ist.
Aber bei den Temperaturen muss man einfach teilweise die Sachen auch in den Kühlschrank stellen. Dann hier so Suppengrün. Das ist immer ganz praktisch, wenn man auch so eine Soße machen will. Da macht der Lars dann das immer rein. Das sind einfach, ich meine, gut, die Möhren haben wir sowieso da. Aber jetzt hier gerade mit dem Sellerie, das ist dann immer ganz praktisch, da noch ein bisschen Gewürz reinzukriegen. Dann hier nochmal Pilze. Dann, ja, ich weiß, schön im Plastik alles, ne? Jedes Mal denke ich, ich müsste eigentlich, wenn ich einkaufen gehe, mir mal diese Papiertüten mitnehmen und ich vergesse es echt jedes Mal. Hier die Zucchini, die habe ich gestern gekauft. Und irgendwie muss man den Kram halt dann doch nach Hause transportieren. Man kann es halt nicht alles einzeln. Also könnte man vielleicht schon, aber mit Kind im Tuch ist es so alles immer schon ein bisschen schwierig. Rucola, dann hier, wie heißt der, Romana-Salat. Den mag ich halt sehr gerne. Dann hier noch mal Himbeeren. Und Mais. Den gibt es nämlich jetzt auch ungekocht. Und der ist so lecker. Den hatten wir am Samstag auf dem Grill. Und der hat so lecker geschmeckt. Dann hier. Das muss ich mal so halten irgendwie. Dann eine Riesenportion Reis mit Linsen. Da kocht der Lars eigentlich immer dann gleich so eine große Portion, damit man dann was da hat. Weil es muss ja dann oft auch mal schnell gehen. Hier nochmal Pfirsiche, nochmal Blattpfirsiche. Dann hier nochmal einmal den Wilmersburger, das ist dann immer hier unten unsere Notration. Dann hier der Bio-Tofu von Norma, den finden wir relativ gut. Also den von Typhoon ist, der ist natürlich besser, aber das ist der, den wir noch so am besten finden eigentlich, so von diesen Discountern. Hier nochmal Trauben, das sind die aus dem Biomarkt. Schweineteuer, aber auch ganz lecker. Dann hier auch die Äpfel sind auch aus dem Biomarkt, waren auch sehr teuer. Das haben wir jetzt noch vom Wochenende übrig gehabt, die Grillknacker von Typhoon. Das ist sowas, was wir wirklich echt nur haben, wenn oder kaufen, wenn wir dann, wenn wir irgendwo hingehen zum Grillen. Und ja, deswegen, das ist dann für die Kinder halt. Und ich finde sie, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich finde die auch lecker. Ich esse die auch gerne. Hier hinten noch Rhabarber, den ich auch irgendwann mal jetzt verarbeiten müsste. Dann hier die erwähnten Gurken, die mein Sohn, Lars schnippelt die dann immer so schön dekorativ hier so in so Wellendinger. Und dann werden die noch lieber gegessen. Hier der Restsalat von gestern Abend, den kann man dann, da wird auch immer eine riesen Portion gemacht und dann bleibt was übrig und dann kann man das am nächsten Tag dann nochmal essen. Möhren. Hier ist der Kuchen, den ich gebacken habe. Der ist übrigens aus diesem, was ich mal gezeigt hatte, aus dem veganen Backen vom Aldi für 1,99. Das habe ich gekauft. Und ich finde auch, wenn das bei so einem Preis für 1,99, wenn da nur zwei, drei Kuchen drin sind, die man gut findet, das lohnt sich dann trotzdem schon. Ja, hier nochmal die ganzen Gurken. Paprika, die Süßkartoffeln, die sind jetzt auch aus dem Biomarkt, deswegen sind die auch so klein. Und nicht diese Riesentrümmer, die man immer sonst beim Aldi kriegt und so. Unter den Gurken verstecken sich noch Kartoffeln und Zwiebeln. Ich glaube, das sind sogar Bio-Zwiebeln. Ich glaube, der Lidl hat nämlich jetzt Bio-Zwiebeln. Ja, Bio-Zwiebeln. Da. Und ganz unten. Auch so das, was dann da ist, wenn es mal ganz schnell gehen muss, wenn die Kinder dann sagen, ich habe aber Lust auf Pizza, dann kann man damit schnell mal eine Pizza machen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal gezeigt, irgendwie, wie man mit Blätterteig eine Pizza machen kann. Ich weiß es aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr so genau, aber ich hatte es auf jeden Fall bei Instagram mal gezeigt. Dann hier Granatapfel-Elixier. Und einen alkoholfreien Sekt, der steht auch immer schon lange hier unten drin. Das ist dann eben sowas, wenn man mal dann Lust hat auf einen kleinen Sekt oder so. Oder wenn man Besuch bekommt, ist das auch da. Bieten wir sowas auch manchmal an. Dann haben wir hier noch diese Karob-Schokocreme. Die haben wir damals gekauft, als wir da auch so auf dem Karob-Trip waren. Und am Anfang fand ich die auch echt lecker. Aber inzwischen mag ich die überhaupt nicht mehr, aber gut. Das ist ja auch Geschmackssache. Manche mögen das total gerne, aber ich kann den Geschmack irgendwie nicht mehr so ab. Das ist, kann man manchmal machen, halt so, wenn man nur mal so eine, gerade so Thai-Curry oder sowas, da kann man so ein bisschen Sojacreme reinmachen.
Die hat auch gar nicht so viel Fett, also 15,9 ist natürlich schon, aber sie hat auch nur 1,5 Gramm gesättigte Fettsäuren. Also da machen wir jetzt auch nicht das ganze Ding rein, sondern mal so einen Schuss. Und die sind hier vom Kaufland, die Minzplätzchen, die habe ich mir damals gekauft und dann habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, dass mir eine Milchbildung davon beeinträchtigt ist, deswegen stehen die jetzt hier unten. Und wahrscheinlich sind sie, bis ich dann nicht mehr stille, auch nicht mehr genießbar. So, hier ist ein kleiner Vorrat an eingefrorener Milch für meine Tochter. Die habe ich dann immer so für einen Notfall, habe ich dann immer so am Anfang noch mal so ein bisschen mit abgepumpt oder ich habe es abgefüllt, wenn es halt sowieso rausgelaufen ist. Dann gefrorene Erdbeeren, Toast, dann Gemüse. Himbeeren, das ist hier, als wir das letzte Mal Kokosnüsse hatten, haben wir das Kokosfleisch, hat der Lars das Kokosfleisch rausgeschält und dann püriert. Hier ist noch ein bisschen Brot. Das ist unser Eisfach, das ist deswegen so voll, weil der Edeka bzw. der Herkules, wo ich das bekomme, ist relativ weit weg und deswegen kaufe ich dann halt immer gleich mehrere. Damit ich nicht dann jede Woche da, oder ich meine, gut, so oft natürlich nicht, aber damit es einfach da ist, dann muss ich mir da nicht immer so einen Kopftraum machen. Ist halt einfach was da. Das habe ich mir auch mal gekauft, das ist auch vom Lidl. Ja, kann man essen, muss man aber nicht. Hier sind eingefrorene Bananen. Da hinten drunter sind nochmal eingefrorene Bananen. Hier ist nochmal eine Beerenmischung und nochmal Brot. Da hatten wir mal bei so einem Online-Shop mehrere Laib Brot bestellt, damit sich das lohnt und die dann eben eingefroren. Das sind noch Johannisbeeren vom letzten Jahr aus dem Nachbarsgarten. Und hier unten sind nur noch Kühlakkus. So, das war's schon. So sehen unsere Kühlvorräte aus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es wäre mal interessant, was bei euch auch so im Kühlschrank und im Gefrierfach ist. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und bis bald. Tschüss. Gebt uns bitte einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert unseren Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Besucht uns auf roh-energie.com für kostenlose Downloads. Unsere DVD Endlich vegan mit 15 leckeren Rezepten ist übrigens überall erhältlich. Weitere Infos und Links findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Wir wünschen euch eine Menge Gesundheit und viel Lebensfreude. Bis bald!